alle da. Und ich schätze, wir sind doppelt oder fast dreifach so viele wie sonst. Wenn wir beide hier stehen, ist der Zusammenschluss der kommunalen Seite gegen diesen Ausbauwagen hier am Flughafen. Wir werden weiter gemeinsam kämpfen, auch gegen das Terminal 3, auch gegen die weiteren Ausbaupläne. Und wenn wir hier weiter solidarisch mit uns zusammenstehen, dann können wir es in der Region schaffen, zumindest Kleinigkeiten zu bewegen in diesem großen Bund. Würde ich glatt sagen, wir waren über Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Als Bürger, Bürgerin und Konsument, was kommt eigentlich noch als nächstes an Lügerei? Was kommt noch an Lug und Trug? Es erinnert mich so ein bisschen damals an Holger Börner, der gesagt hat, es wird kein Baum mehr fallen nach der Startbahn West. Die Aussagen der Industrie, Diesel ist sauber, und genauso sind die Aussagen der Politiker, es geht mit mehr Fluglärm und es wird trotzdem leiser. Flug und Trug, nicht mit uns. Seit 35 Jahren, und ich rechne die Startbahn Westzeit mit, kämpft diese soziale Bewegung gegen die fortschreitende Erweiterung des Airports, gegen Profitieren und gegen eine Wachstumsideologie, der in Beton gegossene Realität für jene Härte und Kälte steht, mit der Flughafenbetreiber und Politik die Expandierung durchziehen. Man ist geneigt, den Motto Flughafen als eine Art verinnerlichen Horror wahrzunehmen, dessen Wachstum einfach nicht zu stoppen und aufzuhalten ist. Oft genug zu Recht verglichen mit einem Krebsgeschwür, das sich in die Landschaft frisst und letzte Reste vormals geschützter Natur mitten im Ballungsraum verschlingt. Es ist in diesem Sinne durchaus ein Unding, was hier passiert. Und doch, und das ist wichtig zu registrieren, handelt es sich nicht um eine mysteriöse, unaufhaltsame Eigendynamik einer Sache, die zwangsläufig expandieren müsste. Hinter dieser Eigendynamik stehen... Es ist keine irgendwie notwendige Eigendynamik. Es sind ganz bewusste politische und ökonomische Entscheidungen. Diese Leute sind in unseren Augen, ich sage es nochmal ganz klar, Verbrecher, die sich einen Mist darum kehren, ob unsere Gesundheit geschädigt wird oder nicht. Sie ziehen ihn durch. Das, was uns quält, was uns quält, und ich sage nochmal, ich halte es persönlich schon immer für einen großen Fehler, nur den Fluglärm zu fokussieren. Der Flughafen und die Expandierung ist weitaus mehr als Fluglärm. Es ist Bodenverbrauch, es ist Abholzung genutzter Flächen, es ist Luftverschmutzung. Und diese Leute beuten aus. Sie mehren ihr Geschäft auf Kosten der Menschen im Ballungsraum Rhein-Main. Flugbetrieb in dieser Form ist Körperverletzung mit Todesfolge. Eine Tatsache, die medizinisch längst erwiesen ist, aber um die sich ein Dreck geschert wird. Deshalb sage ich es nochmal. Diese Leute sind zynische Körperverletzer. Ein Deal, der höchstpersönlich vom Ministerpräsident Bouffier zur Chefsache erklärt und eingetreten wurde. Überrascht uns das? Nein, es überrascht uns nicht. Das kennen wir. Das kennen wir gut. Seit dem Bau der Startbahn West, die gegen den Protest ungeordnet und vorrangig behandelt wurden. Die Regierungen haben, und zwar alle, haben Expandierung stets für entscheidender gehalten als den Schutz von Mensch und Tier und die Rücksicht auf die ökologischen Reserven der Region. Um wie viel weniger gelten die Interessen von Menschen anderer Länder, wenn schon auf die eigene Bevölkerung keine Rücksicht genommen wird? Und insofern werden wir auch angezogen und der Profit wird abgesagt und ins Ausland geschafft. Ja, eine Sache, über die wir heute nur lachen können. Dann immer, wir haben ein verdammt gutes Gedächtnis. Ja, thank you.
Thank you.